For me, it's difficult every morning, getting up for work, sometimes as early as 4:30. Pitch black, freezing cold, and you're thinking what the incentive is to go to work every day. I struggle, but then I keep this as a little reminder of why I'm getting up. So when I get up in the morning, have my coffee, I look over, and this is the incentive I need. It reminds me what I'm doing it all for. Das sind Emotionen, die kann man wirklich nicht so beschreiben. Das ist wie eine Sucht teilweise, ne? Dass die Leute verstehen, was wir hier machen, dass wir die 20. Bundesliga-Saison haben, dass der VfL 20 Jahre in der ersten, in der höchsten Spielklasse Deutschlands Fußball spielt. Wir sind nicht nur da, um zu feiern, sondern wir sind auch da, wenn es mal nicht läuft, und wir sind auch da, um euch zu unterstützen. Man kann nichts sagen, wenn man selber das nie im Stadion war oder nie in der Nordkurve gestanden hat. Ne? Man ist hier nah an den Spielern, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Sowohl sportliche Highlights wie die deutsche Meisterschaft, aber auch die schwierigen Erfahrungen haben unglaublich zur Identifikation beigetragen, ja, und hat die Bindung einfach gestärkt. Wenn man sich auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, VfL Wolfsburg, Stadt Wolfsburg, begrenzt, sich daran orientiert und das irgendwie so als das Ding, was über allem steht, aufhängt, dann hat man, glaube ich, schon viel gewonnen. Es existiert einfach eine ganz andere Geschichte um den Verein, um die Stadt. Also diese Verbindung zwischen Werk, Stadt, Verein ist so omnipräsent, dass es nicht wegzudenken ist. Und es wäre auch heuchlerisch zu sagen, dass es das nicht geben sollte. Denn dann würde man sagen, es sollte die Menschen nicht geben, es sollte die Stadt nicht geben, es sollte den Verein nicht geben. Und das ist nicht das, was wir machen. Egal bei welchem Wetter, wir sind im Stadion. Es ist eine ganz andere Leidenschaft dabei. Ja. Viel intensiver. Ja, eigentlich alle grün-weiß irgendwie im Denken und eigentlich alle Wolfsburg als Heimat oder zumindest als Mittelpunkt ihres Lebens. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir sind stolz auf diese 20 Jahre. Heftiger Gänsehaut-Momente. Ne? Wir gehören alle zusammen. Wir sind, würde ich sagen, fast wie eine Familie. Hier, das, was wir hier drin hatten, ja, und das, was für uns wichtig war, waren diese Zeichen. Diese Zeichen, und das wollten wir einfach in die erste Liga schieben.